Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Schlagzeilenrevue. Servus Martin. Servus Martin. Wo ist dein Sakko heute? Vorige Woche warst du schick. Na, gefällt dir nicht. Natürlich. Frisur ist der Neiche, oder? Richtig. Gehen wir's an. Schwarz-Blau, was war los die Woche? Ja, das bestimmende Thema war natürlich das Budget. Also das Foto in der Heute gesehen? Pressefoto des Jahres, glaube ich. Wieso? Naja, einen anderen Wert kann ich es nicht gehabt haben. Weil, wie viele Seiten waren das? 6.500. 21 Kilo Papier. Wer will das jemals durchblauen, bitte? Naja, und sie sind spät dran. Wieso? Ja, der Winter ist vorbei, wer will das verheizen? Martin, die Regierung spart. Und die sind auf 5 Jahre angesetzt. Mhm. Das heißt, der nächste Winter kommt bestimmt. Ja. Außerdem, Papier ist bekanntlicherweise geduldig. Ja, aber nicht alle sind geduldig. Der Moser rennt ja schon vom Rücktritt, hast du das gesehen? Der Justizminister, gell? Ja. Ja, aber das ist echt eine kindische Partie. Ja. Für mich ist es so, ich darf nicht mitspielen, also geh wieder. Was anderes. Ja, hast du von der Umfrage gesehen? 58% machen sich Sorgen um BVT. Also unter uns gesagt, ja? Bis vor kurzem habe ich geglaubt, dass BVT irgendwas mit dem Fernsehen zu tun hat. Ja, oder Bank für Vorarlberg und Tirol. Das war mein zweiter Geiz gewesen, ja. Ja. Aber ich glaube, vor 6 Wochen haben 58% die BVD noch gar nicht gekannt. Da stimme ich so 100% zu. Und was war beim Trump? Ja, beim Trump war wieder einmal, also für mich waren die Wochen 2 Themen. Ja. Das war ausschlaggebend. Das erste Thema ist noch immer die Strafzölle. Noch immer? Genau, also jetzt intern kriegt er immer mehr Gegenwind. Okay. Seine Wirtschaftsberater sagen alle, lass es bleiben bitte. Irgendwann Mitte der Woche haben wir gemeint, okay, passt, aber die EU, keine Strafzölle, aber gegen die Chinesen, die Besen, da werden wir weiterhin Strafzölle machen. Warum? Es ist der Trump. Okay. Braucht man da wirklich ein Warum? Nein. Die Chinesen haben dann gemeint, okay, wir sind bereit, den blutigen Kampf gegenüber unsere Feinde durchzusetzen, ohne dass sie natürlich die USA genannt haben. Naja, aber er wird sich eine blutige Nase holen, der Trump. Warum? Da zahlen die Chinesen mit den Staatsanleihen nicht das Budgetdefizit der USA. Und du glaubst, das ist dem Trump irgendwie nicht wurscht, oder was? Wahrscheinlich. Ja, was weiß ich das nicht einmal? Das ist anzunehmen. Außerdem, der Trump ist ja in meinen Augen der einzig wahre Teflon-Mann. Das war ja im Wahlkampf schon so. Eben, aber das hat sich nicht geändert. Mhm. Und ich finde, er wird immer besser. Weil? Jetzt ist ja gerade die große Facebook-Affäre und diese Cambridge Analytics-Affäre, wo 50 Millionen Daten von Facebook-Usern gestohlen sind. Und die sind ja verwendet worden, angeblich um Trumps Wahlkampf 2016 positiv für ihn ausgehen zu lassen. Vielleicht ist er deswegen gerade Präsident. Genau, also das ist die Vermutung. Und die Firma hat die Krise, Facebook hat die Krise, der Trump ist mittendrin, nichts passiert. Und als ob das noch nicht genug ist, gibt es ein neues Gspusi-Musi, was am Start hat. Na, der hat auch jede Woche eine neue, oder? Ja, anscheinend. Er ist ja der Präsident. Okay. Und jetzt ist ein Playboy-Hasel. Okay. Aber ich bin gespannt, was alles sich nun an ihm abtropft. Und ob es irgendwann einmal irgendwas gibt, was er umnaht. Wir werden es erfahren, vielleicht nächste Woche. Hashtag Optimismus. So bin ich. Warum lesen wir die heute, Martin? Ja, damit wir was lernen. Und was hast du die Woche gelernt? Ja, also wenn ich überlege, wieder mal einen Banküberfall zu machen, dann... Entschuldigung. Mach weiter. Dann spare ich mir den Fluchtwagenfahrer. Was du selber fährst? Nein. In der Heute steht, in den USA, ein 19-Jähriger ist mit dem Taxi zur Bank gefahren, hat sie überfallen, ist ins Taxi wieder eingestiegen und weggefahren. Cool. Genau. Das kommt man mit dem Uber zum Beispiel machen. Ja, oder gleich selbst fahren. Wieso nicht? Ja, und was hast du gelernt? Ja, ich habe gelernt, dass es scheinbar nicht so schwer ist, in den USA Politik zu machen.
Wieso? Ja, weil es ist wieder mal ein Schauspieler, aber es sind ja eine Schauspielerin, mhm. die sich aufstellen lässt zum Gouverneur von New York, glaube ich. Mhm. Und zwar die Cynthia Nixon, bekannt aus Sex and the City. Ja, und bei uns ist er Studienabbrecher und ein Zahntechniker. Wo ist da der Unterschied? So habe ich das noch nicht gesehen. Also, mit der unglaublichen Erkenntnis, dass Politik doch nicht so schwer ist. Was denkt ihr dazu? Schreibt das vielleicht in die Kommentare. Genau. Lasst uns ein Like da, teilt uns, erzählt anderen Leuten davon. Und wenn es wollt, sehen wir uns nächsten Sonntag wieder. 18 Uhr? Genau. Ciao. Danke.